Moin Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren gemütlichen Runde von Medieval Dynasty. Ich hatte jetzt die Zeit zwischen jetzt und der Folge davor nochmal genutzt, hab unseren Landwirten nochmal neue Werkzeuge gemacht. Ich habe neue Decken gemacht, ich habe neue Hacken gemacht. In der Hoffnung, dass sie mit den Feldern gut zurechtkommen, aber es sieht schon gut aus. Sicheln fehlt natürlich auch nochmal als Werkzeug, beziehungsweise muss ich das überhaupt, brauchen die ganzen Werkzeuge? Ich habe die eben alle einfach so gemacht, aber ich weiß gar nicht, ob sie die überhaupt brauchen. Also rein von der Logik her brauchen sie es definitiv. Hacke, Säckchen, Sichel, jo. Säckchen haben wir noch. Alles noch gegeben. Status, was? Kein Material, ja. Dafür müssen wir einkaufen gehen. Aber hier wird schon bewirtschaftet. Oh. Ja! Ich freue mich da drauf. Ich brauche überlegen wegen dem Grabungsschuppen, ob ich den jetzt hier oben mit zwischensetze oder nicht, weil ich bin mir nicht sicher, wie das läuft wegen der Produktion von Ton. Ob ich ihn in die Nähe von einem Tonvorkommen setzen muss oder nicht. Jetzt schon mal überlegen, ich weiß hier unten, warte mal. Irgendwo hier in dem Kreis ist definitiv auch ein Lehmvorkommen. Er hätte natürlich jetzt hier gerade den Vorteil, wir haben hier unser Zwischenlager, hier ist irgendwo ein Tonvorkommen. Und wenn wir da einfach noch ein Haus dazu setzen, hätten wir alles für die da. Wir hätten die Möglichkeit, die Ressourcen aus dem Ressourcenlager zu holen, beziehungsweise ins Ressourcenlager zu bringen, kommen an Nahrungsmittel ran und ein Haus könnten wir noch dazu setzen. Das wäre dann so ein tatsächlich gut machbarer Außenposten. Allerdings. Oh. Hä? Wieso bin ich bei ihm mit minus 2%? Weil ich meine Steuer noch nicht bezahlt habe, oder was? Entschuldigung, habe ich schon wieder ablenken lassen. Ob wir das hier jetzt Außenposten machen, wo unsere Lehmproduktion laufen kann, oder ob wir mal schauen, ob wir den hier oben einfach mit zwischensetzen können und ob er uns Lehm produziert, beziehungsweise auch Steine, Kalkstein. Es gibt so viele Dinge, die er uns produzieren könnte. Ich glaube, wir probieren es mal einfach mal aus, ob wir den hier oben irgendwo setzen können. Ich will mal gucken, wo irgendwo Felsen werden. Guck mal, hier Felsen. Hier sind überall Felsen zwischen. Hier wäre eine Option. Gewinnung. Grabungsschuppen. Ja. Geht nicht? Ach doch. Dann lasst uns ihn einfach mal hinsetzen und mal auf Ton einstellen. Läufst du komplett auf Vollstimme? Okay. Und einfach mal schauen, ob er uns dann Ton produziert. Wenn nicht, bauen wir uns unten einen Außenposten für Ton. Ich muss aber leider gestehen, ich weiß auch gar nicht, ob wir überhaupt Ton brauchen für irgendwas. Das ist so, boah. So ein, zweimal haben wir jetzt selber schon welchen geholt. Wir haben auch was da. Aber ich weiß halt nicht, wofür wir es brauchen. Ich glaube, man kann sich Tonkrüge und so ein Kram herstellen später. Vielleicht wäre es dafür sinnvoll. Oh. Da hat er seine Axt kaputt gemacht. Jemand einen Stein? Da, noch ein? Danke. Steinaxt. Ah, ich wollte Kupferäxte machen. Ach, egal. Ich schieb das schon wieder ewig. Nein. Irgendwann denke ich mal dran. So. So. Ja, ich habe auch noch ein Level in Gewinnung bekommen jetzt hier zwischendurch. Da können wir gleich mal gucken. Wo wir den Skillpunkt hinsetzen. Jetzt haben wir schon ja hochgesetzt auf. Ah, ne, Gewinnung. Nein, ich war jetzt gerade bei Überleben. Gewinnung war vielleicht höheres Gewicht, oder?
Maultier. Ja! Kannst 5 Kilo mehr tragen. Ja, damit. Ja. Guck mal, kann 5 Kilo mehr tragen. Yay. So. Ich hab ein paar Stämme. Ich muss mir gleich nochmal Stroh holen. Ja. Ich hab auch. Ich hab noch gar keine Häuser für die Mitarbeiter. Och nö. Naja. Dem ist dann leider so. Mal gucken. Vielleicht haben wir noch einen sinnlos eingesetzten Jäger. Wir haben ja irgendwie alles in die Jagd und da abgeschoben, was übrig war. So, erstmal hätte ich gerne ein bisschen Stroh. Stroh, 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 Stroh. Oh. Oh, 46. Keine Ahnung, ob das reicht. Ich gehe aber davon aus, dass es viel zu viel sein wird. Dann haben wir einen Grabungsschuppen. Und dann bin ich mal gespannt, ob er Ton herstellt. Wenn nicht, wird auch Kalkstein eingestellt oder sonst was. Das müsste ja hier kein Problem sein. Zack. Wir haben auch genug Schaufeln auf Lager, das ist das Gute, weil wir ja ständig irgendwo Holzschaufeln in der Gegend stecken sehen haben. Oh, herrlich. Und fertig. Grabungsschuppen. Heißt, Mitarbeiter, der bei der Jagd eingesetzt ist, den ich nicht immer brauche. Jagd. Jagd tötet. Das sind zwei Leute. Ah, es sind zwei gute. Hier, die gute Dame, die gerade im Schweinestall ist, die kann ich ja erstmal abschieben. Bergarbeiter. Ich stelle jetzt einfach mal den Tag, wo wir jetzt hier unterwegs sind, mal komplett auf Ton. Würde mich einfach interessieren. 15 Ton am Tag. Würde sich definitiv falsch anfühlen. Muss ich ganz ehrlich gestehen, wenn das jetzt tatsächlich so gut klappt. Und? Ja, 59. Ich lagere das mal hier. So, da liegt jetzt unser Ton. Wir haben jetzt keinerlei Ton mehr auf Lager. Jetzt schaufeln. Und wir schauen mal, ob Ton rankommt. In der Zeit machen wir uns jetzt einmal auf den Weg nach Gustovia. Beeren sammeln. Ja, Essen und Trinken kann ich in Gustovia unten machen. Ich hab da ja mein Lager mit allem drum und dran. Wo ist mein Bogen? Wo ist mein Bogen? Nicht ausgerüstet. Bitteschön. Jupp, besser. Falls wir auf irgendwelche Unannehmlichkeiten stoßen. Gut, sollte sowas wie ein Bär sein, dann rennen wir einfach weg. Was ist das denn? Hase. Oh Gott. Das sah gerade merkwürdig aus. Und da jetzt auch schon wieder so zwei Jahreszeiten vergangen sind, seit unserem letzten Ausflug, behaupte ich mal, dass die Chancen gut stehen, dass wir was finden unterwegs. Ein Karren. Kennen wir dich schon? Trinkschlauch mit Wasser. Schön. Zwei Bronzeäxte. Ab 10 Hafer. Wow. Okay. Noch so ein Karren. Wir haben unsere Steuer wieder drin. Oh, da ist noch was. Eine Tontasse. Schön. So mag ich das.
war sie. Oh, dieser wunderschöne Baum hier. Oh, ich mich jedes Mal wieder. Wow. Der gefällt mir echt gut. Oh, jetzt habe ich schon zwei Hasis hier. Okay. Lauf. Hab kurz Ausdauer regeneriert, bin stehen geblieben. Mit einmal voller Ausdauer dürfte ich definitiv weglaufen können. Und schon ist die Musik wieder entspannt. Wow, der war aber ganz schön hartnäckig. Das ist doch Kampfmusik, oder? Oh Mann. Ah, eine Weinlieferung wieder. Yo. Ja, so läuft das natürlich ganz gut mit unseren Steuern. Eine. Okay, ich merke auch gerade, wir sollten vielleicht gleich irgendwo schlafen. Ich hab wahrscheinlich nicht genug Stöcker, oder? Na, hab ich nicht. Wir hören uns gleich unterwegs natürlich wieder ein Lagerfeuer machen. Ich glaube, die Nacht einmal schlafen. Eigentlich können wir es auch direkt hier machen, ne? Zack, zack. Schlafen. Bis zum nächsten Tag, weil wenn es jetzt erstmal dunkel wird, es ist noch zu hell. Ja, dann brenn da halt weiter. Haben nicht mehr halt neue Äste. Gott. Ich war gerade so erschrocken. Ich dachte, da kam jetzt noch ein Bär mir entgegengeschossen. Wow. So, ich brauche neue Äste. Ich habe ein Lagerfeuer sinnlos platziert. Gib mir. So, habe ich. Gut. Danke fürs Gespräch. So. Da hinten ist Weg. Der Weg geht schon mal wieder grob in die richtige Richtung hier. Nehmen wir den erstmal. Das ist eine schöne Fläche. Das habe ich aber, glaube ich, auch schon einmal festgestellt. Ah, das ist eine richtig geile Fläche für ein Dorf hier. Wow. Wow. Richtig schön hier. Leute, jetzt mal ganz ehrliche Frage. Diese Fläche hier ist mega geil. Hier könnte man ein wunderschönes Dorf drauf bauen. Wow. Meint ihr, dass unser Dorf vielleicht da bleiben sollte, wo es jetzt gerade ist? Oder ob wir vielleicht tatsächlich einen gesamten Dorfumzug machen sollte. Guck mal hier diese Fläche. Man könnte hier so Wohngebiet machen, beziehungsweise so ein kleines Arbeiterviertel. Man könnte hier mit Straßenlaternen auch Wege hier wunderbar langziehen. Hier auf den unteren Plateaus könnte man dann hier vielleicht Landwirtschaft und Viehhaltung machen. Hier oben richtig schöne Art Stadt haben. Hier unten dann die etwas außenstehenden Dinge. Obstplantage würden wir sicherlich auch irgendwo unterkriegen. Ja gut, die Plantage ist natürlich das Problem, weil die waren recht teuer jetzt in der Anschaffung. Naja gut, die Hopfenplantage war teuer in der Anschaffung. Aber mir gefällt das. Und ich kann auch schon mal sagen, es wäre nicht das erste Mal. Also das ist jetzt ein bisschen spontan, es tut mir leid, das ist mir gerade nur so.
Ciao. Bis zum nächsten Tag schlafen. So. Stellt euch mal vor. Hier wunderschönes Dorf drauf. Wir sind immer noch in den Bergen. Oh, und wir haben hier auch schon natürliche Wege. Natürliche Wege. Wir haben hier schon vorgenerierte Wege. Oh yeah. Und dann hier runter. Also wir hätten dieses Plateau quasi für uns alleine, weil hier geht es dann wieder runter. Hier wird es dann unebener, da wollen wir nicht mehr, aber. Also, ich mag unseren Bauplatz, wo wir gerade sind. Das muss ich jetzt klar sagen, aber. Ja, nichts aber. Der ist auch geil. Na gut, mit den extremen Unebenheiten, die wir da haben, sind die Wege halt nicht ganz so hübsch und ähnliches. Und es wäre natürlich ein Träumchen, wenn es am Ende auch noch richtig gut aussehen würde, alles. Und das wäre natürlich auf so einer Plateaufläche tausendmal geiler. Wir hätten Gustovia in der Nähe. Oh. Ja. Mich persönlich juckt es natürlich gerade ein bisschen in den Fingern. Weil der Vorteil ist, wenn man sowas tut, levelt die Baupunkte natürlich extrem schnell hoch. Und da kommen wir vielleicht auch schneller an unsere Mine ran. War noch Baupunkte, oder? Nee, wahrscheinlich war wahrscheinlich nicht Baupunkte, aber. Ja. Hallo, Albert. Hallo, bist du gekommen, deine Steuern zu bezahlen? Ja, bin ich schön. Das sollte reichen. Wunderbar. Wieso bin ich bei ihm auf -2%? Ich hab dem Geld für seine Hochzeit in den Arsch geschoben. Ah! Das ist belastend. So, wir wollten Sachen für die Felder kaufen. Der richtige Händler, ey, wo ist er denn da? Das ist gerade das Praktische, wo man ihn hat. Man erkennt das. Ja, du bist der Richtige. Hallo, Edwin. Zeig mir deine Ware. Ich hab hier irgendwie 2 Bronzeäxte. Viel Spaß damit. Warum willst du noch einen Birnwein und einen Apfelwein? Bestimmt, ne? Haferbier ist 184 wert. Ah, er nimmt nur 3, weil er nicht kein Geld hat für mehr. Hey, das Haferbier ist ja ein Jackpot. Geil. So, du hast für mich doch bestimmt Dünger. 181 Dünger. Okay. Okay. Und ich habe trotzdem noch das ganze Geld wegen diesem Haferbier, was wir da gefunden haben. Ich fass es nicht. Ich fass es nicht. Also der Dünger dürfte definitiv reichen. Was hier so Samen angeht, Lachs und Roggenkorn. Da könnte man natürlich nochmal... Wir haben, glaube ich... Have a good day. Ja gut, unser Flachsfeld ist definitiv nicht genug. Jetzt bin ich auch noch so überladen. Geil. Das ist nur das ganze Geld, was ich dabei habe. Ja gut, ich hätte vielleicht den Dünger. Ja. Aber sie reicht. Der Dünger reicht erstmal für ein ganzes Jahr. Da muss ich gleich mal nach Tierfutter oder ähnliches kümmern. Schauen. Falls ich nicht bei einem Schweinehändler auch noch was kriege. Befürchte nämlich nicht. Aber lass uns das gleich mal schauen.
Oder mal gucken, was die Schweine überhaupt kosten. Oh, dann trinken wir was. Gehen im Zeitlupentempo nach Hause. Naja, nach Hause zu unserem Außenlager. Wenn wir richtig, richtig Glück haben, dürfte das das letzte Mal sein, wo wir Dünger kaufen mussten. Das wäre so... Ha? Das wäre cool. Umzug. Der Sache ist halt, wir hätten da jetzt kein eigenes Wasser. Das heißt, so eine Fischerhütte wäre zum Beispiel nicht gut möglich. Aber es wäre schön. Und Wasser für unsere Leute kriegen wir über den Brunnen beschafft. Also entsprechend ist das auch kein Problem. Was eine Mine angeht, da können wir auch einen Außenposten ausschließlich für eine Mine machen. Vielleicht auch zwei. Wäre auch eine Option. Also es gibt eine Menge Möglichkeiten, das zu lösen. Achso, ist Ton aufgetaucht. Tatsache! Da ist Ton aufgetaucht. Okay. Warum nicht? So, dann. Rollnika. Lass uns nicht mal eine Rollnika abhauen zuerst. Hier, Rollnika. Ist ganz schön weiter Weg. Wir wollen ja erstmal nach Schwein gucken. Und wenn wir wissen, wie viel die Schweine kosten, dann weiß ich, ob es sich lohnt, noch Geld auszugeben für andere Dinge. Vielleicht finden wir unterwegs hier noch mehr Dinge, die uns Geld bringen. Also hier, guck mal, 10 Haferbier, wie geil war das denn bitte? Das nehme ich natürlich sofort wieder, so ein Pfund. Ist geil. Hier längs? Auf dem Weg? Schon länger nicht mehr gegangen, ne? Wir waren eben auf der Südseite des Flusses. Auf der Nordseite sind wir schon länger nicht mehr lang gegangen. Theoretisch könnten wir auch bei Sambo nochmal einen Besuch abstatten. Oh, immer noch Sünde mit seinen Holzrähchen, dass das so lief, wie es lief. Das war nicht ganz so schön. Etwas essen können. Ups. Ja, ich drehe jetzt nicht nochmal um, was zu essen. Nee. Notfalls wird was unterwegs gekauft. Weiterer Loot versteckt, schade. Aber was sag ich eigentlich? Schade, das lief ja einfach schon wieder so gut. Eigentlich ist es egal. Ich habe keinen Grund, mich zu beschweren. Also ich meine, die gesamten Steuergelder waren ja schon nach der ersten Kurve wieder drin. Jetzt schon wieder 1700 und wir haben fast 200 Dünger gekauft. Also irgendwas machen wir sowieso schon richtig. Oh, da ist der nächste Wagen da vorne. Oh, wie gut. Oh, ein Banditenlager wäre auch nicht schlecht, weil da könnten wir was zu essen abgreifen direkt. Ja. Yep. Haben wir hier? Brennholz. Und eine Fackel. Fackel? Gut. Der wertvollste Fund darin war jetzt einfach diese Fackel, aber ist egal, die brauchen wir. Gut, wir brauchen sie aktuell nicht und wir können uns die einfachen Fackeln eigentlich selber craften, also können wir es genauso gut zu Geld machen. Müssten wir auch nicht langsam mal bei den Ortschaften ankommen? Ja, eigentlich 4 Stück in Reihe. Kann natürlich sein, dass ich einfach falsch abbiege zwischendurch und irgendwie die
Ortsumgehung erwische. Falls es sowas hier schon gab. Also geben tut sowas auf jeden Fall, aber ich glaube, als Ortsumgehung zu bezeichnen, ist doch schon ein bisschen anders. Ach, guck mal. Ich habe sie einfach ausgespart. Auch nicht schlecht. Das war die Ortsumgehung. Gut, dann gehen wir jetzt nochmal auf diese Insel da. Was haben wir hier? Bett. Blauen Baumsetzlinge. Oh. Nochmal zwei Setzlinge für Pflaumenbäume. Guck mal, da hätten wir doch schon die ersten Obstsetzlinge für eine neue Obstplantage, oder? Ah. Oh. Oh, 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 oh. Schaufel und 170 Münzen. Noch eine Fackel, zwei Gesundheitstränke und Hopfen. Okay, danke. Toll. Geile Einkaufstour. Komm einfach mit mehr Geld nach Hause, als wir los sind. Nein, tun wir nicht. Wenn wir uns jetzt kein Schwein leisten können, machen wir was falsch. Also Schwein müsste definitiv funktionieren. Also ausgewachsen kann ich mir nicht leisten. Oh. Aber ich könnte mir zwei kleine leisten. Hallöchen. Was Tierfutter? Kostet auch nicht so viel, okay. Verkaufe jetzt mal kurz, was ich habe. So, ich komme auf 2.500 Geld. Das heißt, egal wie ich es drehe, ich kann mir nicht zwei Erwachsene leisten. See you soon. Aber ich könnte mir die zwei Ferkel holen. Das war Männchen, das andere war Weibchen. Also kaufen wir das weibliche Beinchen. Und das Männchen. Oh Mann, und ich brauche Tierfutter. So, du hast. Ich kann mir nicht mehr leisten. Ich bin pleite. Ah, egal, wir haben zwei Schweine und ein bisschen Futter. Genug Dünger für ein ganzes Jahr. Goodbye. Okay. Schande. Hey, mit den Schweinchen. Sind die einfach rübergebeamt? Oder gehen die zu Fuß? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall gehen wir zu Fuß nach Hause zurück. Geil. Den Weg lass uns, ja, sind jetzt bei 29 Minuten. Wir können den Weg natürlich noch mal kurz zusammen gehen. Ja, ich kann euch gleich mal sagen, also, wir machen uns jetzt auf den Weg nach Hause. Viel mehr wird dann heute auch nicht mehr passieren. Allerdings nur noch mal zu meiner Frage. Was haltet ihr von so einem Gesamtdorfumzug? Ja, nein? Vielleicht? Ach so. Nur, dass ihr mir da was da lasst. Des Weiteren sind natürlich Tipps und Tricks immer erwünscht. Ich muss auch mal gucken,
Also ich muss mal gucken, dass ich es schaffe, mit meiner Siedlung hier, also mit meiner Dynastie, wirtschaftlich zu werden. Also wir müssen mindestens dafür sorgen, dass wir am Jahresende vielleicht durch eigene Produktion Steuern bezahlen können. Bis jetzt ist ja alles, was wir an Steuern bezahlen, sowieso immer irgendwie an irgendwelchen vom LKW gefallen. Gesponsert, ne? Ich finde, ihr wisst, was ich meine. Also so, entsprechend wäre es vielleicht ganz cool, da selbst eine Art Selbstversorger zu werden. Aber das müssen wir halt mal gucken, wie gut wir das... Eisensichel, Strut. Ja, ich habe noch ein paar Strute auf Lager, ne? Stein? Was noch was? Oh. Ah, ich habe kein Tierfutter. Ich muss sowieso schnellstens nach Hause. Ja, dass wir wirtschaftlich unabhängig werden. Und da könnt ihr mir gerne mal auch dazu vielleicht Tipps geben, was wirtschaftlich recht schnell sich rentiert. Also wir sind jetzt voll in die Flachsproduktion eingegangen. Entsprechend sollten wir, was Flachs angeht, schon irgendwie ein bisschen Geld machen können, weil ich glaube, Flachssamen lassen sich, also Leinensamen, lassen sich schon ganz gut verkaufen. Doch dazu kann man daraus ja diese Fäden machen. Die lassen sich gut verkaufen. Man kann mit denen dann weiterverarbeiten zu Bögen oder ähnliches. Also wenn die Flachsproduktion erstmal angelaufen ist, kriegen wir allein daher schon ein ganz gutes finanzielles Stützrad, glaube ich. Bin mir natürlich nicht sicher, ob uns das komplett tragen kann. Wahrscheinlich nämlich nicht. Aber es ist eine enorme Hilfe, würde ich mal behaupten. Aber wenn das noch was zugibt, was sich extrem wirtschaftlich lohnt. Weil was angeht, ich würde einfach mal so drauf losspielen, drauf losproduzieren, was mir gerade so einfällt. Vielleicht ein bisschen auf den Wert achten, aber ich weiß halt nicht, was sich wirklich lohnt. Und da wären vielleicht Tipps ganz cool, wenn ihr was habt, ne? Oh, davon sind auch Fässer. Komm, die beiden Fässer da vorne am Bus, die nehmen wir noch zusammen mit. Und dann machen wir Feierabend. Ja, Ausdauer. Nix. Nix. Ist das das, wo wir gerade waren? Nee, das sind aber andere, wo wir schon mal dran waren. Dann sind die hier auch leer, ne? Oh, schade. Ich habe mich schon für kurz mal wieder über den Loot gefreut, ne? Nehmen wir gucken wir die Fässer nochmal an. Ah, ich weiß, ich mache schon wieder länger, als ich gerade gesagt habe, aber... Ah, gucke mal! Eisenerz. Wunderbar. Das Eisenerz hätte gerne ein neues Zuhause. So, falsche Taste. Ducken. Nix. Nix. Cool. Gut. Dann ich fasse nochmal zusammen. Allgemein Tipps, Tricks gerne. Was ist wirtschaftlich und Umzug? Ja, nein, vielleicht. So, für mich als Info. Werden wir das demnächst mal mit in Angriff nehmen. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Wenn es gefallen hat, gerne eine Bewertung da lassen. Und ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Ciao!